Es geht weiter mit The Legend of Zelda, The Minish Cap. Herzlich willkommen zurück, Leute. Ja, im letzten Part sind wir nicht hier stehen geblieben, sondern hier beim über den Wolken. Also nicht erschrecken, dass ich jetzt hier wieder in Hyrule-Stadt bin. Habe ich euch aber im letzten Part, glaube ich, auch gesagt, ne? Weshalb und warum, ne? Ich habe fleißig mysteriöse Muscheln gesammelt. Ja, okay, das sieht jetzt nicht so viel aus, ne? So viel sieht das jetzt auch nicht aus. Aber ich habe fleißig viele mysteriöse Muscheln bei der Mini-Nintendo-Galerie abgegeben. Und das, was man bekommt, wenn man alle Figuren hat, das kann ich jetzt noch nicht bekommen. Also ich könnte jetzt schon alle Muscheln abgeben, nur dann würde ich einfach nichts bekommen. Der würde einfach sagen, ja, Glückwunsch, du hast alle Figuren und fertig. Das bekommt man erst, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Also wenn man Vati besiegt hat. Nur dann bekommt man das, was man von der Mini-Nintendo-Galerie bekommt. Ja. Und ich habe auch fleißig, wie ihr seht, weiter Fragmente gefarmt. Also von den Grünen habe ich anscheinend am meisten sogar. Boah. Ey, also da kann ja echt nichts mehr schief gehen. Außer die letzten drei, die fehlen. Also es fehlen ja noch ein paar Fragmente, die ich noch nie gesammelt habe. Ja, aber Leute, ich habe mich auch erkundigt, welche noch Fragmente vereinen wollen und ich habe auch welche gefunden. Ist das nicht geil? Es ist so geil, Leute. Und ich habe mich natürlich auch erkundigt, wo es weitere Herzteile gibt. Das letzte Herzteil, was uns fehlt, weiß ich nicht. Also eins wissen wir ja, eins bekommen wir von der Mini-Nintendo-Galerie. Also wenn wir alle haben, aber das hole ich mir einfach dann... oder hole ich mir das jetzt? Nee, das hole ich mir dann am Ende. Das hole ich mir am Ende. Genau. Denke ich mal. Auf jeden Fall, ich weiß, wo es noch eins zu finden gibt. Das letzte. Hoffe ich, dass wir das finden, wenn wir Fragmente vereinen. Ja, gucken wir erstmal. Ich brauche die Ocarina. Ich brauche die Ocarina! Genau, ich habe extra auch die Sachen abfotografiert, damit ich auch weiß, welche Orte das nochmal waren. Ich vertue mich auch sonst gerne oder keine Ahnung was, ne? Also oder laufen im Kreis und habe vergessen, wo diese Orte sind, die ich zuletzt aufgesucht habe. Ja, das kann durchaus passieren, deswegen habe ich die einfach mal abfotografiert, damit ich genau weiß, aha, da ist es. Genau. Ganz genau. Zwar nämlich, ich meine eigentlich, wir hätten schon mal mit dem Hund hier Fragmente vereint, aber der will anscheinend nochmal. Vielleicht habe ich es auch gar nicht getan. Vielleicht wollte der auch zu dem Zeitpunkt auch nicht. Oder ich habe es vergessen und war zu blöd und war zu faul. Keine Ahnung. Und, boah, Leute. Es ist momentan hier so warm, ne? Also, ich habe meine Rouladen extra, also hier diese... Ja, diese Rollladen habe ich von meinem Fenster extra runtergemacht, damit die Sonne nicht so krass reinscheint. Und es ist trotzdem mega warm, egal was man tut. Ohne Witz, im Sommer kannst wenn... Ich bin jemand, der schnell schwitzt. Wirklich. Okay, ich schwitze jetzt nicht so doll, aber es ist trotzdem eklig. Und, ja. Warte. Gehen wir erstmal zum Hund. Ach. Fragmente vereinen? Ruff! Probieren wir es aus. Auf jeden Fall und natürlich sofort ein passendes für Schnapp zu. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Ja, ich bin jemand, der schnell schwitzt und ja. Da kann man sich noch so viel ausziehen, wie man will. Ich schwitze trotzdem. Das ist bei mir so. Ich hab da im Sommer richtig die Arschkarte. Vor allem, weil es anscheinend dieses Jahr extrem heiß ist, wie man merkt. Ja, die passen perfekt. Ruff! Passiert jetzt etwas Gutes? Bestimmt. Aber ich möchte natürlich gucken, ob du nochmal Fragmente vereinen willst. Deswegen gehe ich einfach nochmal rein und raus. Deswegen, ich finde Sommer jetzt nicht scheiße, aber ich mag den Winter wirklich viel lieber als den Sommer. Wirklich. Im Winter kannst du was gegen machen. Im Winter musst du dich halt nur dick einpacken und dann ist alles cool. Also das ist bei mir halt so.
Ich muss mir einfach nur einen Pullover anziehen, also einen dicken Pullover und eine dicke Jacke, eine gemütliche Jacke da, und dann ist alles cool. Ja, vielleicht Handschuhe und Schal noch dazu, dann bist du geschützt vor der Kälte. Dann ist man geschützt, dann ist alles paletti. Aber im Sommer, wenn du jemand bist, der schnell schwitzt und dich sogar komplett aufs... ihr wisst, was ich meine, ne? Und, wenn man dann trotzdem noch schwitzt, ja, dann hat man die Arschkarte. Ich weiß, wo das ist. Genau. Warum beam ich mich weg? Warum beam ich mich weg? Ich bin so ein Vollidiot. Doch, ich bin ein Vollidiot. Ich brauche mich doch gar nicht wegbeamen. Ich kann auch einfach den Weg nehmen. Das ist doch nicht weit weg. Das ist doch nicht so weit von hier entfernt. Also. Du geh mal weg. Okay, hier ist das jetzt auch nicht unbedingt. Das ist nämlich weiter unten. Was war das? Ich will wissen, was das war. Also ein Rubin. Es war ein Rubin, das war nichts. Das ist doch nichts hier. Rubine haben wir doch genug. Wir haben alle Rubine voll. Was ich auch extra gemacht habe, weil ich mir noch diese Magno-Schwert-Fibel oder Bibel oder wie die auch immer heißen, kaufen wollte. Ganz genau deswegen wollte ich mir holen. Genau deswegen wollte ich mir holen. Genau deswegen habe ich so viel Geld gefarmt. Boah, Alter, ist es warm. Ey, ohne Witz. Boah, mein Kopf, ne? Der explodiert bald. Der will auf jeden Fall Fragmente fallen. Fragmente vereinen? Ja, probieren wir es aus. Und ich habe ein passendes, glücklicherweise. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Das ist beautiful. Oh, was passiert denn hier? Hä? Achso. Oh, wieder nur so einer. Aber ich weiß ja, wo es ist, glaube ich. Sie passen. Passiert jetzt bald was Gutes? Wer weiß. Jetzt gehen wir nochmal rein und raus. Und sehen, er will nochmal Fragmente vereinen, ja? Probieren wir es nochmal aus. Und ich habe hier ein passendes. Es gibt keine Fragmente, die wir nicht haben, Leute. Denn die wollen nur das, was wir haben. Einfach perfekt. Endlich. Dann wissen wir ja, dass wir da auf jeden Fall auch nochmal hin müssen. Auf jeden Fall. Willst du nochmal Fragmente rein? Wenn ja, dann wäre es cool. Nein, natürlich nicht. Schade. Aber egal. Dann können wir uns direkt... Wartet. Habt Geduld. Die Herzteile hole ich mir später. Habt Geduld. Ja, genau. Einer ist in Hyrule-Stadt. Ihr werdet nicht glauben, wer es ist. Naja, vielleicht wisst ihr es schon und denkt euch nur, Alter, was ist das für ein Lappen, ey? Der hat den vergessen, obwohl er schon lange bei dem war. Ja, ihr werdet nicht glauben, wer das ist. Wer noch mit uns Fragmente vereinen möchte? Ihr werdet es nicht glauben. Nein, nicht der König von Hyrule. Nein, auch wenn wir zum Schloss Hyrule gehen. Nein, auch nicht die Soldaten. Auch kein Minish. Nein. Ganz und gar nicht. Nämlich der gute, alte Schwertmeister. Was bin ich? 5? Fragmente vereinen! Lass uns versuchen! Mein Gott, ich kann nicht mehr reden! Wir haben ein passendes Maxismus, oder wie es auch immer heißt. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Maxismus. Mein Gott, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, ey. What the hell?
da wissen wir ja gleich, dass wir da auf jeden Fall auch nochmal hin müssen. Wer weiß, vielleicht ist da das Herzteil das Letzte, was wir suchen. Wer weiß, ich muss auf jeden Fall dahin, ich muss es mir gut einprägen. Sie passen zusammen, ich spüre Kraft in mir aufkeimen. Das ist doch mal beautiful. Möchtest du nochmal Fragmente vereinen? Wenn ja, dann wäre das sehr cool. Aber nein, du möchtest keine Fragmente vereinen, also bist du schwul. Nichts gegen Schwule, ne? Also bist du doof. Ich wollte nur lustig reimen. Ich wollte nur reimen. Aber jetzt, ne? Ich hab nichts gegen Schwule, nur damit ihr es wisst. Nicht, dass hier noch jetzt irgendwie falsche Gedanken kommen oder so. Nee, da will ich nicht hin. Hey, was mache ich denn da für eine Scheiße? Ich mache doch nur Scheiße. Ich mache nur Scheiße, Leute. Ich mache nur Scheiße. So. Dann ab zum nächsten Fragment. Fragmenteverein treffen. Oder wie es auch immer heißt. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Ich konnte nie reden. Ich habe das Reden schon lange verlernt. Seit meiner Kindheit. Ach komm, Chris, hör auf zu labern. Du laberst doch. Bullshit, ey. Du laberst doch einfach nur Bullshit. Denn was du redest, ist einfach nur Scheiße. Er möchte Fragmente vereinen. Fragmente vereinen? Ich bin dabei. Yay. Ich hab ein passendes. Yay, die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Oh. Oh. Oh, da müssen wir auf jeden Fall auch mal hin. Aber erst nachdem wir die Fragmente alle vereint haben. Ey, super, das passt ja. Jetzt passiert bestimmt etwas Gutes. Stimmt, und ich guck mal, ob du direkt nochmal willst. Nein, du willst nicht. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich einfach. Dann können wir nochmal... Naja, ich hätte es eigentlich direkt machen können, ich Idiot. Ich hätte einfach direkt schon nach Haiwu-Stadt gehen können. Obwohl, da ich doch gerade eh hier bin, kann ich das doch eben machen. Eben einfach mal das hier benutzen, damit ich das schon mal hinter mir hab. Oh, Leute, die Frage hat sich geklärt. Wir haben das letzte Herzteil, was ich gesucht habe, gefunden. Mysteriöse Muscheln auch noch gefunden. Obwohl wir gar nicht mehr so viele brauchen. Und Rubine, die wir auch nicht mehr wirklich brauchen. Leute, guckt es euch an. Guckt es euch an. Ein Herzteil. Oh Leute, wir schaffen 100% die 100%. Ey, das ist so geil. Herzteil erhalten. Jetzt hast du 2 Herzteile. Noch 2 und du hast ein Herz mehr. Ganz genau, Leute. Schaut es euch an. Es fehlen nur noch 2 Herzteile. Das eine, das bekommen wir bei der Mini-Tello-Galerie. Wenn wir die alle Muscheln abgegeben haben. Ich überlege mir, ob ich das vielleicht jetzt hole. Ich weiß nicht. Nee. Nein, ich hole es mir nicht. Ich habe eigentlich so eine richtig geile Vorstellung gehabt von wegen, ja, ich will mit allen komplett, also mit allen 20 Herzen Vati besiegen. Aber, ich weiß nicht, ob man, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ein Fehler des Spiels vielleicht auftreten kann, so dass man dann das dann am Ende doch nicht mehr bekommt, also das, was man von der Mini-Tello-Galerie bekommt. Ja, deswegen meist lieber nicht. Okay, sei denn, ich beende später den Part und probiere das einmal aus. Obwohl? Nee. Nee. Nein, so mache ich das nicht. Nein. Es reicht auch, wenn wir mit 19 Herzen Vati besiegen, Vati in den Arsch treten. Genau. Das reicht doch völlig aus, Leute. Das reicht doch völlig aus, wenn wir das so machen. Denke ich mal. Genau. Nach Haiwu-Stadt wollte ich wieder. Guck mal, Leute. Es geht vorwärts in diesem Spiel. Es geht endlich voran. Wir bleiben nicht mehr stecken, Leute. Wir wissen jetzt, wo alle Herzteile sind. Also es gibt kein Herzteil mehr, das wir übersehen könnten. Ich weiß auf jeden Fall, diese Lehrerin wollte noch Fragmente vereinen. Fragmente vereinen? Gerne. Edna. Edna?
Warte mal, Enten aus die Unglaublichen? The Incredibles? Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Oh, was ist denn da? Eine Truhe. Cool. Ah, ist ja gar nicht so weit weg von hier. Das passt perfekt. Geschieht jetzt etwas Gutes? Bestimmt. Ey, bestimmt. Es passiert bestimmt etwas Gutes. Garantiert. Ja. Ja, okay. Jetzt, würde ich sagen, holen wir uns eben mal die zwei Truhen. Die eine Truhe ist eher seit, keine Ahnung, seit dem vorletzten Part oder, keine Ahnung, vor drei Parts schon erschienen. Habe ich noch nicht geholt. Aber das hole ich mir jetzt mit dieser Truhe zusammen. Ah, ja, guck, hier brauche ich nicht. Rotes Glücksfragment. Beautiful. This is really, really beautiful. Das ist doch toll. Yeah. Genau, ich wollte mich ja aufmachen zu dem Wasserfall. Zu dem Wasserfall wollte ich auf jeden Fall gerne hin, denn ich bin so gespannt, was da sich hinter verbirgt. Da bin ich echt gespannt. Na, lass mich bitte in Ruhe. Ich möchte... Okay, hau ab, hau ab. Nein, lass meine Rubinen in Ruhe. Ich hab die extra gefarmt. Ich hab gespart, Junge. Bist du... Hallo. Alter. Zählt dir erstmal Rubine ab. Hallo. Lass mich bitte los. Alter, du hässlicher. So ein Arsch. So, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Da muss ich doch irgendwie hinkommen. Das kann doch nicht so schwer sein. Nein, kann nicht so schwer sein. Das kann doch nur ein... Hau doch ab. Das kann doch nur ein leichtes sein, da hinzukommen. Oh yeah. Auf jeden Fall, das muss doch ein leichtes sein, da hinzukommen. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist super einfach. Oh, und da ist direkt noch eine Truhe, zu der ich auf jeden Fall noch hin muss. Ja, Rubine, gib mir Rubine. Ich will alles wieder voll haben. Dieses komische Schleimding hat mir nämlich alle Rubine geklaut. Okay, nicht alle, aber... Halt, ein paar. Das ist schon genug. Oh, okay, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder alle voll. Perfekt. Ja, was verbirgt sich wohl hier? Hä? Haben wir doch noch nicht alle gehabt? Was ist denn mit dir los, Junge? Ich bin Dustin oder Dustin? Wie Justin? Ne, keine Ahnung. Justin? Dustin? Ich bin Dustin, der beinahe beste Schwertkämpfer von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, kannst du in Nuwo deine geheimen Kräfte stärken. Was ist? Willst du bei mir trainieren? Auf jeden Fall, Mann. Ja, ich zeige dir, wie du dein Schwert noch schneller auflädst. Oh, geil. Damit es dich im Nu mehrfach gibt. Für das Training bei mir ist deine Vorstellungskraft sehr wichtig. Also schließe deine Augen. Stell dir vor, wie es dich plötzlich multipliziert. Multipliziert! Haha! Jetzt multiplizierst du dich im Nu. Das ist kein Scherz. Ja, April ist ja auch vorbei. Lüge! Und Wahrheit sind die zwei Seiten einer Medaille. Bündle deine Energie. Schnelles Aufladen des Schwertes. Du multiplizierst dich auf einen Schlag. Oh mein Gott. Beautiful. Das ist doch mal geil. Dankeschön, Herr komischer Schwertmeister. Dustin oder wie der Roma heißt. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen könnte. Jetzt kommt es darauf an, dass du die Techniken selbst weiterübst.
Sorry, Leute. Ich wurde kurz gestört. Bei meiner Aufnahme. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall diese komische Schwerttechnik erhalten. Keine Schwerttechnik, sondern haben gelernt, wie wir uns schneller vervierfachen können. Yeah. Genau. Oh. Und das letzte, was fehlt. Wartet. Habt Geduld. Das Herzteil. Das vorletzte Herzteil holen wir uns jetzt. Auf jeden Fall. Wartet, wo ist das? Mein Gott. Hier war das, glaube ich. Also nicht direkt hier, oder? Oder? Nee, doch genau hier. Genau hier war das, ey, genau hier war das zu finden. Ey, das ist doch mal mega. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr singen. Ey, was will ich denn hier? Ich wollte doch gar nicht in das Haus rein. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr singen. Ich wollte doch gar nicht auf dieser Seite. Ich wollte doch gar nicht in dieses Haus, wollte ich sagen. Mein Gott, guckt, Leute, ich kann schon nicht mehr reden. Ich habe das Reden verlernt. Hau ab. Hau. Toll, jetzt bin ich doch runtergefallen. Also sag, alles deine Schuld. Nein, nicht nochmal runterfallen, Link. Das wäre nicht sehr schön. Das wäre... Natürlich fällst du doch nochmal runter, ey. Ich glaub's ja nicht. Link, ey, was geht denn bei dir? Der Part ist eigentlich auch schon wieder vorbei, aber ich werde heute ausnahmsweise etwas überziehen. Da wir jetzt so gut, gerade gut dabei sind. Ich werde auf jeden Fall dieses Herzteil mir auf jeden Fall noch holen. Und diese anderen Dinger, die man hier in den Truhen findet. Hau ab. So. Ein Glücksfragment erhalten. Und das vorletzte Herzteil erhalten. Genial. Jetzt hast du 3 Herzteile, noch 1 und du hast ein Herz mehr. Und das letzte Mal ein Herz mehr. Weil danach haben wir alle Herzen voll. Aber das natürlich erst, nachdem wir Vati platt gemacht haben. Es sei denn, ich überleg's mir anders und versuch's trotzdem. Alle mysteriösen Muschen abzugeben, damit ich mir das Herzteil jetzt schon holen kann. Aber nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich mach das nicht. Nee. Ich weiß nicht, das sieht dann so beschissen aus. Nein, ich mach das so, wie es gedacht war. Wie es eigentlich gedacht ist, dass man das letzte Herzteil erst nach dem Besiegen von Vati bekommt. Weil man auch erst nach dem Besiegen von Vati diese Belohnung bekommt, die man von der Mini-Tenno-Galerie bekommt, wenn man alle Figuren hat. Ein blaues Glücksfragment erhalten! Yay! Das ist doch mal geil! Hab ich doch schon. Ich habe es doch schon lange ausgewählt. Was ist denn daran so schwer zu kapieren? Ey, Chris, du bist dämlich. Ja, Leute. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Zuschauen, alles klar. Nein, ich bedanke mich noch nicht. Ich will erst noch einmal zu Tingle. Und gucken, ob ich vielleicht jetzt endlich alle Fragmente vereint habe und von Tingle eine Belohnung bekomme, die ich erwarte. Warum beam ich mich nach Hyrule-Stadt? Und die ich erwarte von Tingle zu bekommen. Ich erwarte von Tingle eine Belohnung. Ich weiß, dass man von ihm nämlich was bekommt, wenn man mit allen Leuten Fragmente vereint hat. Nur weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon mit jenen gemacht habe. Das ist hier eine sehr verdammt gute Frage. Die ich aber natürlich beantworte. Oder nein, wartet mal. Nein, ich werde kurz nochmal... Ich könnte mir vorstellen, wo der letzte ist. Ich bin mir sicher, dass noch einer fehlt, mit dem wir Fragmente vereinen müssen. Und ich kann mir vorstellen, wo der ist. Genau hier. Ja, Leute, das wird dann ein etwas längerer Part als sonst. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt endlich so viel erreichen und auch kurz vorm Finale sind.
kurz vorm Ende des Spiels. Kennt sich jetzt nicht geplant. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Wenn ich überhaupt den richtigen Weg hier finde. Ah, genau. Ich wollte schon sagen, Link, benutze deine Fähigkeit, die du extra bekommen hast. Mit den Pegasus-Stiefeln. Mein Gott. Link, ich meine, Chris kann nicht mehr reden. Chris verspricht sich nur noch die ganze Zeit. Der Chris, der gute Chris. Warum grüße ich das nicht aus? Ey, was ist mit mir heute los? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich aber aufgeregt, dass wir so weit endlich gekommen sind, dass wir endlich kurz davor sind, die 100% zu erreichen, Leute. Wir schaffen das auf jeden Fall. Es kann uns nichts mehr im Wege stehen, es sei denn, wie ich finde, den letzten Typen nicht, der mit uns Fragmente vereinen will. Oh. Ich hätte eigentlich gehofft, dass da jemand ist, der Fragmente vereinen möchte, aber nein, das ist demnach nicht so. Das ist kacke. Ich hoffe dann nur, dass ich vielleicht doch jetzt alle Fragmente vereint habe mit jedem. Ansonsten habe ich Pech gehabt. Ansonsten muss ich bis zum nächsten Part nochmal gucken, wer noch wirklich Fragmente vereinen möchte. Denn sonst haben wir ein Problem. Sonst kann man nur hoffen, dass welche im Schloss noch Fragmente vereinen wollen. Ey. Sonst gucken wir mal beim König nach, ob der Fragmente vereinen möchte. Kann man doch machen. Ja, aber dann gucke ich erstmal bei Tingle. Bei den guten Tingle. Gucke ich da mal, ob der jetzt sagt, wie viel ich noch vereinen muss oder ob ich alle vereint habe. Das interessiert mich halt jetzt mal eben noch gerne. Das interessiert mich noch eben sehr. Auf jeden Fall. So, Tinkle, dann erzähl mir mal, wie viele mir noch fehlen. Ich bin so ein Idiot. Dann erzähl mir doch mal, wie viele Fragmente uns noch fehlen oder ob ich schon alle habe. Ja, das will ich gar nicht wissen. Oh, ich hab alle. Du hast alle Glücksfragmente gefunden. Herzlichen Glückwunsch, Herr Fee. Hier die Tingle-Trophäe. Halte sie in Ehren. Yeah! Tingle-Trophäe erhalten. Genial. Du hast das zweite Fragment passt auch. Juhu. Ja, bla bla bla. Ich werde eine Fee. Ganz bestimmt. Tingle, Tingle. Meer und Sand. Juhu. Du hast alle Glücksfragmente gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Leute, wir haben alle Fragmente vereint. Jetzt haben wir nicht mehr diesen Beutel, wir haben jetzt hier die Tingle-Trophäe. Alles klar. Die Tingle-Trophäe, Leute. Genial. Leute, ich kann euch sagen, jetzt steht uns wirklich nichts mehr im Wege, dass wir die 100% nicht erreichen. Denn wir werden sie erreichen. Im nächsten Part. Hole ich noch eben kurz ein paar Sachen, die mir noch fehlen. Also, ich muss noch einmal. Obwohl, könnte ich das vielleicht doch noch eben machen? Ja, ich mach das doch. Sorry, das wird jetzt ein extra langer Part. Aber ich möchte das jetzt alles in einem schon mal fertig haben. Ich möchte das alles jetzt fertig haben, Leute. Ich möchte die Sachen einfach fertig haben. Das packe ich jetzt alles in einem Part mit rein. Könnte ich eigentlich auch im nächsten Part machen, aber nee, ich möchte das in diesem Part alles machen. Glücksschmetterling, jetzt kannst du Pfeile schneller abschießen. Genial. Das ist doch mal genial. Das ist so genial. So genial. So genial. So was von. Richtig cool. Richtig cool. Hau mal ab, du komisches Typ. Du komisches Etwas.
Was mache ich denn da? Da muss ich gar nicht hin. Ich muss ganz woanders hin. Ganz woanders. Ich muss weiter. Ich muss viel, viel weiter. Genau. Hau mal ab. Ich weiß nicht, kann man eigentlich jetzt noch Glücksfragmente... Ja doch, ich glaube, man kann jetzt sogar noch Glücksfragmente finden. Aber das nützt halt nichts mehr, weil es wird halt niemanden mehr geben, der Fragmente vereinen möchte. Denn wir haben einfach alle. Och, muss das immer sein? Muss man dich immer abstellen? Kannst du nicht einfach weggehen, du komischer Typ? Du komisches Roboterding oder was du auch immer bist. Naja, zum Glück könnt ihr nicht aus euren komischen leuchtenden Augen schießen, wie die Wächter aus Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild. Ist aber auch ein geiles Spiel, Leute. Nein. Geh down. Dankeschön. Ja, habe ich jetzt eigentlich einen Rubin voll verschwendet. Würde eigentlich auch viel Kohle bringen, aber scheiß drauf. Große Bombentasche erhalten. Jetzt kannst du mehr Bomben tragen. Auch genial, Leute. Aber sowas von. Jetzt können wir 50, bis zu 50 Bomben tragen. Man könnte eigentlich auch noch mehr Bomben tragen, aber das gibt es nur in einer anderen Zelda-Version und nicht in der deutschen Version. Leider. Leider, leider. Aber scheiß drauf. Ja, und... Ja, aber jetzt beende ich den Part wirklich, der war lang genug. Im nächsten Part werde ich mir diese Magnus-Schwertfibel da kaufen. Alle. Und danach, wenn ich das habe... ja, und ich muss gucken, ob ich noch ein paar Truhen übersehen habe. Ich habe bestimmt noch ein paar Truhen übersehen. Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, danach geht's auf zum Finale, Leute. Danach machen wir uns auf zu Vatis Schloss. Ja, Leute, dann hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part bei Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Ciao!